Freunde, seht es euch an. Seht es euch ganz genau an. Das hier war einst mein wundervoller Tresor, in dem Gold bis an die Decke gestapelt war. Aber Aiden meinte das letzte Mal, er müsste hier vorbeikommen und das ganze Gold stehlen. Und jetzt sind wir arm geworden. Wir haben nichts mehr außer diese drei kleinen traurigen Münzhaufen, die da auf dem Boden liegen. Aber davon lassen wir uns den Tag nicht verderben, denn wir werden uns heute einen Job suchen. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir für einen Job finden werden. Essen habe ich tatsächlich schon dabei, sehe ich gerade. Ein paar Kekse könnten wir uns mitnehmen. Nein, die hebe ich mir für heute Abend auf und dann gehen wir schon mal nach draußen. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft. Und wir können mal gucken, haben wir neue Spenden bekommen, bitte? Haben wir nicht. Okay, vielleicht haben wir ja Post bekommen. Yay, wir haben Post bekommen. Mal gucken, was da so drin steht in diesem wundervollen Brief. Ah, hat uns da jemand eine Spritze geschickt? Sehe ich gerade richtig? Hat uns wirklich jemand eine Spritze geschickt? Was soll denn das? Leute, oh, ich traue mich gar nicht, den Brief zu lesen. Was steht denn da drin? Liebe Mitbürger, das städtische Krankenhaus ist auf Ihre Mithilfe angewiesen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Krankheitsfällen erfordert mutige Helfer. Bitte melden Sie sich bei Interesse, Ihr Krankenhausteam. Warte mal, wenn die nach Helfern suchen, dann heißt das doch Cash, oder? Heißt es Money, Money, dass die bezahlen die Leute doch bestimmt, oder? Was meint ihr? Sollen wir beim Krankenhaus vorbeischauen? Vielleicht können wir das wirklich machen, eventuell. Autoschlüssel habe ich dabei, Führerschein und sogar meine Versichertenkarte habe ich auch mit dabei. Das heißt eigentlich, hier, lass mich mal an mein Auto rein, hier, zack, Motor an. Oh, 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 ich glaube, mein Auto muss mal ein bisschen repariert werden. Seht ihr das? Die Herzen da auf der einen Seite, die fangen schon an, ein bisschen abzunehmen. Ich glaube, ich bin das ein oder andere Mal gegen eine Wand gefahren, aber hey, vielleicht sollten wir wirklich mal in die Werkstatt fahren demnächst oder sowas. Aber eigentlich können wir uns ja erstmal jetzt wirklich Geld verdienen. Im Krankenhaus. Hey, was machst du hier auf der Straße? Runter mit dir, sonst wirst du noch überfahren. Du musst an die Seite gehen. Oh Mensch, ja, so ist gut. Okay, das Schwein hat mich tatsächlich verstanden, glaube ich, gerade. Ich hoffe, du rennst jetzt nicht auf die andere Straßenseite. Nee, ich glaube, das ist ja erstmal in Sicherheit. Alter, was steht denn das Schwein auf der Straße? Ich glaube, wir sind sogar schon da. Hier stehen eine Menge Autos. Und einparken. Oh yes. Oh nein. Oh doch. Ah, jetzt park doch ein, du doofes Auto. Passt das so? Ein Stück zurück. Okay, das müsste passen. Das steht doch eigentlich ganz gut. Wenn ich mir hier anschaue, wie die anderen Leute hier im Krankenhaus geparkt haben. Ich meine, das Auto hier, das muss ein Stück zur Seite. Das muss auch nach da. Das steht hier irgendwie komplett über, aus welchem Grund auch immer. Da ist mein Auto eigentlich tatsächlich noch relativ gut hier geparkt auf dem Parkplatz. Ich rück die alle mal zurecht. Das muss sein. Ansonsten kommt hier ja kein anderer mehr rein. Oh nein, jetzt habe ich das Auto verrückt. Naja, egal. Alright, da sind wir auch schon beim Krankenhaus angekommen. Und... ah, so, wir haben hier eine Bodenplatte, dann brauchen wir die Tür logischerweise nicht nochmal so öffnen. Schönen guten Tag, ich bin's Easy Cheesy. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier. Sie wissen bestimmt, oh, Sie sind wegen des Jobs hier. Ja, genau, wegen des Jobs. Ich möchte nämlich heute hier helfen im Krankenhaus und ein bisschen Money verdienen. Sie wissen Bescheid. Dann melden Sie sich im Büro des Facharztes in der Etage über uns. Alles klar, Dankeschön. Jo, der redet auch dieses Mal mit uns. Das letzte Mal wollte er irgendwie nicht mit uns reden. In der Etage über uns, hier ist eine Treppe nach oben. Im Büro des Facharztes. Wo könnte das denn sein? Patientenzimmer? Hier ist irgendwie eine Tür nach draußen, die mache ich mal zu. Vielleicht da vorne? Ist hier der... Da sitzt jemand. Soll ich klopfen? Ich weiß nicht, ist das der... Der sieht, ich sehe sein Gesicht halt nicht. Hallöchen? Hallo, guten Tag, sind Sie der Facharzt? Hi, was machen Sie denn da Komisches? Ich bin hier wegen des Jobs. Ich würde hier gerne anfangen zu arbeiten. Ist das möglich? Soll ich mich mal... Was? Ah, willkommen, willkommen. Neue Helferin du sein. Ja, bin ich tatsächlich. Gut, gut. Okay, alles klar. Ich setze mich dann mal zu Ihnen. Ja, ich möchte hier... Ich möchte ein bisschen mithelfen und so ein bisschen arbeiten. Und wie viel bezahlen Sie eigentlich? Wenn ich das mal fragen darf, wie viel Geld kriege ich hier? Wieso... Oh, mir folgen zu Patientenzimmern, alles tun, was Patienten sagen. Ich will wissen, wie viel Geld ich hier verdiene. Oh nein, okay, er wird schon stimmen. Ich denke mal, hier im Krankenhaus als Arzt verdient man ja relativ viel. Ich meine, wir haben weder eine Ausbildung noch ein abgeschlossenes Studium dafür, aber hey. Okay, Patientenzimmer, hab schon verstanden. Und was jetzt? Du helfe Patienten bei alles, was wollen. Ich pause, bye bye. Okay, alles klar.
Das ist aber ein toller Facharzt. Na gut, gut. Patientenzimmer Nummer 1. Freunde, ich würde sagen, wir sind heute mal ein bisschen hier als Arzt unterwegs. Dr. Easy ist am Start. Soll ich mich eigentlich irgendwie verkleiden oder sowas? Naja, hier ist eine Patientin nur drin in dem Zimmer. Dabei sind hier drei Betten. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Easy. Kann ich dir irgendwie helfen oder sowas? Danke. Gerne doch. Für was auch immer. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Ich brauche ein Wasser, bitte. Okay, alles klar, dann hole ich dir noch ein Wasser. Wieso sagt ihr einfach danke? Vielleicht, weil ich einfach da war oder sowas. Hier ist irgendwie, geht der Wasserspender nicht. Hier sind Wassereimer. Nein, ich gebe dir einfach einen Wassereimer oder sowas. Hier hast du einen Wassereimer, bitteschön. Danke, ja, nochmal gern geschehen. Alles klar, ich glaube, die erste Patientin, die haben wir zufriedengestellt. Die war ein bisschen komisch. Patientenzimmer 2, Patientenzimmer 4. Was? Patientenzimmer 1, Patientenzimmer 2, Patientenzimmer 4 und Patientenzimmer 5. Wer in der Grundschule schon war, der weiß genau, dass da irgendwas fehlt. Wo ist denn Patientenzimmer 3 hin? Hä? Okay, keine Ahnung. Wir gehen erstmal ins zweite. Hier sitzt irgendjemand. Na, hi, ich bin's wieder. Ich meine, ich war noch nie hier, aber nicht schon wieder eine Spritze, bitte. Ich mach kein... Okay, weißt du was? Ich glaube, der ist ein bisschen nervös. Den können wir irgendwie nicht weiterhelfen. Wo ist Zimmer 3? Das irritiert mich total. Oh, das ist ein süßer Hund. Hallo, Jerry. Alles klar. Hi, ich bin hier die neue Arzthelferin oder sowas. Keine Ahnung, was ich eigentlich bin. Und ich würde gerne dir helfen. Kann ich irgendwas für dich tun? Hey, hättest du vielleicht Lust auf ein Date? Tut mir leid, nee, dafür bin ich jetzt eigentlich nicht hier. Ich wollte eigentlich, wollte ich Hilfe anbieten, so arztmäßig oder so. Ich kann dir eine Spritze geben, wenn du möchtest, das würde gehen. Doch nicht mit mir, ich meine mit meinem Hund Jerry, er muss mal aus dem Zimmer. Ach so, Jerry, du musst, ja, ne, das mache ich doch gerne. Okay, komm Jerry, wir gehen mal hier aus dem Zimmer. Kann Jerry durch Türen laufen oder ist er zu dick? Mein Schwein Schinken, oh, Jerry kommt durch die Tür durch. Ich habe hier ein Schwein namens Schinken und Schinken ist leider ein bisschen zu breit für die Türen. Da muss ich echt immer die Türen abbauen, damit mein Schwein da durchkommt. Wer Minecraft House kennt, der weiß es ganz genau. Wenn ihr Minecraft House noch nicht kennt, guckt euch auf jeden Fall die Serie an, das ist super lustig. Naja, Schinken ist auf jeden Fall ein kleines bisschen dicker als du. Aber hey, cool, dass du durch die Türen durchkommst. Na gut, dann gehen wir jetzt einmal hier nach unten. Komm mal mit, Jerry. Jerry, okay, Jerry kommt mit. Einmal den Flur entlang. Ich weiß nicht, ob ich mit dir nach draußen gehen darf. Oh, da bist du ja, alles klar. Aber vielleicht können wir auch einfach nur hier so ein bisschen rumlaufen im Krankenhaus. Und dann hast du auch ein bisschen Auslauf. Ist er wieder da? Jerry? Jerry, kommst du? Wo ist Jerry? Warte mal. Jerry? Hallo? Oh, Jerry wird schon irgendwann wieder auftauchen, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben Jerry vor, da unten bist du ja. Okay, weißt du was? Ja, genau, hier mit nach oben. Jerry, kommst du bitte? Hallo? Hallo? Was knurrst du denn da die Patienten unten an? Du musst mit hochkommen. Ja, so ist gut, so ist gut, alles klar. Dann liefere ich dich einfach nämlich wieder ab hier im Patientenzimmer 4, das eigentlich Patientenzimmer 3 sein müsste. So, ich habe Jerry spazieren geführt und sowas. Hier, geh in deine Ecke wieder zurück, Jerry, alles klar, wir machen weiter. Bitte, gern geschehen. So, zack, was haben wir noch? Patientenzimmer 5, ist hier jemand? Hi, da steht sogar jemand. Guten Tag, da ist ein... Oh. Ist das so ein Nachtpott, wo die Leute reinpinkeln müssen? Was, wie kann ich dir helfen? Mein Nachttopf müsste geleert werden. Nein, das kannst du total vergessen. Lass mich in Ruhe. Das mache ich nicht. Oh nein, das ist so eklig, Leute. Ich schütte doch nicht so einen Nachttopf weg. Da ist eine Elfe. Vielleicht kann ich der helfen. Die ist bestimmt viel netter. Hi, kann ich dir helfen? Essen. Okay. So nett ist sie auch wieder nicht. Ich kann dir einen Obstsalat geben, kleine Elfe. Hier, bitteschön. Dann hast du ein bisschen Obst zu essen oder so. Oh, da ist sogar der Doktor. Hallo, Herr Doktor. Ich habe hier einen echt guten Job gemacht, muss ich sagen. Also bis auf den Nachtpott. Sie ganz schlechte Arbeit machen. Pause, Pause. Ich übernehmen. Okay. Alles klar. Dann gehe ich mal in den Pausenraum, oder? Was ist das? Station vorübergehend geschlossen? Was ist denn da Interessantes? Wo kann ich denn jetzt hier Pause machen gehen? Leute, da vorne ist ein Stuhl. Vielleicht setzen wir uns einfach ein bisschen nach draußen in unserer Pause, oder? Können hier ein bisschen eine Runde chillen oder sowas? Ach, ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, im Krankenhaus zu arbeiten. Warum sagt der, wir hätten schlechte Arbeit gemacht? Wir haben alles super gemacht. Naja, bis auf die eine kleine Sache mit dem Nachtpott. Notfalltreppe. Benutzung verboten. Jemand da? Ich glaube nicht. Das ist ja interessant.
Benutzung verboten? Was ist denn da oben? Okay, Freunde, das... Oh mein Gott, das würde ich jetzt gerne wissen. Sind wir hier? Warte mal. Das ist die Station da hinten. Das ist die verbotene Station. Da hinten sind die Türen, seht ihr das? Oh, Leute, wir kommen auf die verbotene Station. Da will ich rein. Hallöchen. Warum liegen hier so viele Betten offen? Das ist ja eine Massenabfertigung hier. Was geht denn hier ab? Oh Gott, der wird operiert, glaube ich. Die haben ihn schon aufgeschnitten da. Warum sehen die Leute hier alle so komisch aus? Der ist sogar zum Schwein geworden. Warum ist der ein Schwein? Die sehen alle irgendwie ein bisschen krank aus. Und dem ist einfach eine riesenlange Zunge gewachsen oder ein riesen Mund. Was ist mit ihr hier? Warte mal. Was ist sie denn? Hä, verstehe ich nicht. Er ist zu irgendeinem Block geworden? Was ist mit ihr? Keine Ahnung, ihm fehlt einfach ein halber Kopf. Psst, alle schlafen. Oh, Entschuldigung, ich bin ja schon leiser. Alles gut. Ich kann entweder nach... Oh. Hallo, ich bin hier gar nicht da. Tut mir leid. Was machst du hier? Wie bist du hier hochgekommen? Die Station ist geschlossen. Oh nein, ich weiß nicht. Ich bin hier vorne über die Notfalltreppe. Folge mir. Du lässt mir keine andere Wahl. Was denn? Was machen sie jetzt mit mir? Oh nein. Wo soll ich hin? Quarantäne? Warum denn Quarantäne? Was soll denn das jetzt? Was ist denn das hier? Unten sind alle schwer erkrankt. Eine komische Seuche greift um. Heißt das, ich... Deswegen war die Station geschlossen? Wegen so einer komischen Seuche? Rein mit dir! Du musst jetzt duschen und in Quarantäne gehen. Was, hier rein? Nein, ich will nicht in Quarantäne. Lassen Sie mich raus. Ich will nicht in Quarantäne. Ich bin nicht krank. Ich sehe auch überhaupt nicht krank aus. Es ist alles gut. Oh, bitte duschen Sie sich gründlich. Aber wenn ich wieder... Okay, ich dusche mich. Okay. Freunde, wir müssen jetzt scheinbar eine Runde duschen und uns die Bakterien abwaschen oder sowas. Vielleicht hilft das ja auch tatsächlich, wenn wir jetzt hier... Reicht das schon vom Duschen her? Ich weiß es nicht. Ach, wird schon passen. Keine Ahnung. Und jetzt sollen wir hier wahrscheinlich in das Quarantänezimmer gehen. Das ist jetzt wohl unser neues Zimmer. Wow. Und das ist ja klasse. Wow. Aber wir sind doch gar nicht. Also ich muss sagen, die Leute da unten sahen tatsächlich alle ein bisschen komisch aus. Aber ich fühle mich eigentlich ganz normal. Wir haben hier ein kleines Bett. Wir haben hier einen kleinen Stuhl. Aber lange will ich hier eigentlich nicht bleiben. Legen wir uns mal hin eine Weile so. Da ist die Schwester schon wieder. Was will sie denn hier? Hallo Schwester, haben Sie einen Fehler gemacht? Darf ich wieder raus hier? Bitte lassen Sie mich nach draußen. Hier ist dein Essen. Guten Appetit. Oh, na, wenigstens Essen kriege ich hier. Das ist eklig. Das ist eklig. Das will ich nicht essen. Nehmen Sie das wieder zurück. Das ist verrottetes Fleisch und rohes Fleisch. Was soll ich denn damit? Geben Sie mir richtig... Hat sie da wirklich... Was hat sie da? Oh, da ist richtiges Essen. Geben Sie mir richtiges Essen. Ein verwurmter Apfel. Da sind Würmer in dem Apfel. Oh Mann, es ist total eklig. Oh nein, Krankenhausessen ist so ekelhaft manchmal. Oh, das gibt's doch gar nicht. Also ich esse ja keine Würmeräpfel. Ich will keine Würmer essen. Obwohl Würmer haben Proteine, soweit ich weiß. Also vielleicht gar nicht so schlecht, aber eigentlich hätte ich gerne einen normalen Obstsalat gehabt. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich habe eigentlich gar keine Lust, hier zu sein. Vielleicht warten wir einfach. Die ist da bestimmt draußen. Wir warten einfach mal kurz, bis es Nacht ist. Mal gucken, ob wir denn vielleicht fliehen können. Okay. Wie sieht's aus? Yes! Draußen ist es dunkel. Draußen ist es dunkel und niemand ist zu sehen. Die Sonne geht gerade unter. Okay, perfekt, Leute. Jetzt müssen wir hier raus und zwar ganz leise, ohne dass wir gesehen werden. Wir sind ein Geist. Wir schleichen uns einfach. Ist hier jemand? Nein, hier ist keiner. Wir schleichen uns einfach hier vom Balkon. Wir können doch bestimmt die Notfalltreppe einmal, oh mein Gott, nach unten klettern. Und wir haben es geschafft! Nein! Was ist das? Das gibt's nicht. Oh nein, Freunde, wir sind krank geworden. Oh, das darf
nicht wahr sein. Was haben wir denn jetzt bitte für eine komische Krankheit? Wir sind einfach grün wie so ein Alien mit Hörnern oder sowas. Ach, naja, da gibt's wohl nichts anderes zu tun, als unseren Weg zum Krankenhaus zurückzugehen. Und, hey, ich bin hier, weil, naja, Sie sehen das wahrscheinlich. Willkommen im Krankenhaus. Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Ja, ich habe meine, hier ist meine Versichertenkarte. Ist das in Ordnung? Ja, na dann ab in Quarantäne. Ja, perfekt. Dann gehe ich mal wieder in die Quarantäne. Ladies and Gentlemen, das war's mit dem heutigen Part von Minecraft. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir im Krankenhaus wieder gesund werden, damit wir das nächste Mal nicht mehr wie so ein kleiner Alien aussehen. Checkt auf jeden Fall das nächste Video ab. Momentan kommen 3 Videos am Tag. Das heißt, es wäre mega gut, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr wirklich keins verpasst. Ansonsten kommen echt eine ganze Menge Videos. Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall, ja, im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!